Trotzdem können wir hier noch was machen. Ja, immer noch hier. Wo denn? Ah, hier kann man Licht an- und ausmachen. Hui, hui. Auch cool, dass hier so komische Viecher dann durch das Bild wabern. Hier ist nichts, hier kann man nur den Ball. Ja, eigentlich auch unnötig gewesen. Wir brauchen jetzt nicht alle Miniaturen. Ach, da oben das Spinnennetz da. Und ich glaube, das ist die Weihnachtsmagie. Ich glaube, wenn man jetzt da drüber guckt. Der Stern weicht vor meiner Berührung zurück, aber sicherlich kann ich ihn irgendwie ins Gefäß locken. Ach so. Aha, genau. Wie gesagt, das ist halt das, was ich ja meinte mit dieser Weihnachtsmagie. So, 1 von 3, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Dann weiß ich ganz genau, was wir noch zu tun haben. Wir haben hier immer noch was zu erledigen. Ich wüsste gerade nicht, was hier noch in den Raum sein soll. Den Brief habe ich schon gelesen. Das Kind da, das aufgemalte Kind, macht auch nichts mehr. Hier die Statue. Ach, du gibst mir ein Puzzleteil. Sehr aufmerksam, aber es bringt mir nichts. Nee. Ich habe keine Ahnung, was ich hier noch erledigen soll. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal zurück. Und sammle den Weihnachtszauber ein. Und zwar hier am Baum ist noch etwas Wunderschönes. Zack. Und dann locken wir den Stern mal wieder da rein. Zack. Schon die zweite Weihnachtsmagie. Und dann holen wir uns auch noch die dritte, die dieser Ball hier hat, ne? So, da wieder der Stern. Runter mit dir. Ja, ist jetzt nicht so schwer, ne? Also da, wo unser Mauszeiger hin zeigt, da versucht der Stern so gesehen abzuhauen. Also er versucht immer in die entgegengesetzte Richtung von unserem Mauszeiger. Also er läuft von unserem Mauszeiger weg, so gesehen. Deswegen ist es halt, ne? Nicht so schwer. Stimmt das ganz und gar nicht. Ja, hier. Habe ich doch. So. Zutaten. Willst nichts Falsches anrühren, ja, ja. Verstehe ich nicht. Bin mir nicht sicher, welches Zutaten ich brauche. Ich möchte nichts Giftiges, bla bla bla. Ja, aber wir haben doch schon von ihm da so einen Zettel gesehen, oder nicht? Oder etwa nicht hier. Hier, du willst, dass ich das wieder mache? Alles Klärchen. Ja, und das ist der Schrumpftrank, der da rauskommt. Auch schon klar. So, haben wir denn sein Rezept haben wir doch noch hier, ne? Kann ich mir das nicht nochmal angucken? Vielleicht hier hinstellen? Nee. Hier ihm geben? Nee, das passt hier nicht hin. Naja, du zeigst mir nur wieder da auf das Ding. Ich weiß gerade nicht, was ich hier noch erledigen soll. Also ich habe jetzt hier schon alles hier angeguckt. Den Schlüssel müssen wir erstmal noch kriegen. Das Einzige, was mir halt möglich bleibt, ist wirklich, ja, jemanden da reinzuschicken, sage ich mal. Herr Dosenöffner. Was haben wir denn hier? Genau, wir können ja mal die Bohnen da öffnen. In diesem Dosenöffner, das können wir noch tun. Ich muss hier inneres Feuer entfachen. Ja gut, dann zünd mal an. Wir haben ja nicht umsonst, ne, das Feuerzeug dabei. So, was haben wir jetzt da? Feuerbohnen. Liste. Dass man sich dort nicht mehr angucken kann, ne? Finde ich halt ein bisschen doof. So, brauchst du die Feuerbohnen auch als Zutaten? Ich weiß es nicht.
Ich glaube eher nicht, ne? Achso, wir sind hier fertig. Okay, dann gehen wir hier hin. Hier brauchen wir die Feuerbohnen. Ach, dafür braucht man die Feuerbohnen, okay. Oh, die will ich ja nicht essen wollen, wenn die schon so heiß sind und alles zerschmelzen. Oh, wie schön. Das ist das nächste Wimmelbild, glaube ich. Und ja, es ist ein ähnliches Wimmelbild mit Schattenfiguren. Hier haben wir die erste. Es ist ganz cool, aber mit den Schatten gemacht, ne? Dass wir jetzt einfach nur anhand der Schatten die Figuren halt finden müssen. Sonst haben wir noch, hier haben wir sowas Froschähnliches. Das ist er nicht, ne? Sein Kopf ist kalt. Ach klar, stimmt, der Frosch hat ja hier so einen Helm oder sowas auf. Da. So ein Mützchen hatte der auf, genau. Dann so ein Löwe. Ich versuche mal nach der Reihenfolge das zu lösen. Nur sehe ich den Löwen gerade nicht. Dieser Blumeneffekt, so gesehen, dass das hier so blendet. Das irritiert ein bisschen. Eine Sanduhr sollen wir auch noch finden. Die Ratte hier hat überhaupt gar keine Bedeutung. Wo ist denn der Löwe? Der Löwe hier, der auf seinem Felsen so stolz steht. Den finde ich gerade. Ich habe die Sanduhr aber gefunden. Ja, dann mache ich es halt doch nicht nach Reihenfolge. Den Wikingerhelm. Den Hahn. Den Kronleuchter. Dann soll das die Tasse hier sein? Nee. Da ist das Gewicht, welches da unten noch angezeigt war. Dann so eine komische Schlaufe. Soll das eine Schlaufe sein? Die Ratte brauchen wir halt nicht. Die letzten drei sind schon. Achso, das eine soll der Würfel sein. Ah, alles klar. Sind die letzten beiden? Ist schon ein bisschen schwierig. Ich sehe die ganze Zeit diesen Löwen nicht. Ich glaube, ich gucke einfach nur falsch. Ich glaube, ihr habt den wieder schon längst gefunden, ne? Der Löwe. Da steht er doch, Mann! Klick ihn an! Na da! Ja, gleich habe ich's. Muss nur noch ein bisschen warten. So, ich gucke aber eigentlich eher gerade nach dem Ding hier. Was soll das sein? Sieht so aus wie das hier im Hintergrund, aber es ist es nicht. Feder ist es auch nicht. Dieser Kranz hier ist es auch nicht. So, das Blödsinn nicht, die Schleife ist es halt leider auch nicht. Hinter den Bären war natürlich diese Schleife, sondern das heißt also, der Löwe, weil ich den ja nicht sehe, kann er ja auch irgendwo hinterliegen, ne? Oder irgendwo drin liegen. Ah. Und das letzte ist ein Schlüssel, der hier liegt. Und was für ein Fund! Wir haben den Schlüssel gefunden. Achso, das war der Stadtbrunnen, den Ole da erwähnt hatte, wo er seinen Ersatzschlüssel ja mal verloren hat. Aber wir sind ja halt ziemlich gut, ne? Wieso hatten wir da gerade eine Lücke hier? Wieso? Egal. Wir haben Luft mit eingesammelt. Braucht man immer mal. Kennt man ja. Oh, schöne Musik. So, zack, da haben wir auch noch mal. Charlie lived through the horrors of war, motivated by his desire to return home to Nina. But the Baron's evil reached him at last, and Charlie was shot. Charlie trug die Grauen des Krieges nur, weil er sich immer wieder seine geliebte Nina vor Augen hielt. Die Bosheit des Barons kannte keine Gnade, und Charlie wurde angeschossen. Nein, Charlie! The army retreated, and Charlie, abandoned and wounded, fought for his life. Die Armee zog sich zurück und der zurückgelassene, verwundete Charlie musste um sein Leben kämpfen.
Charlie's love for Nina pulled him through. He survived, against all odds, but he lost a leg. Charlie worried that Nina wouldn't accept him. Doch Charlies Liebe zu Nina hielt ihn am Leben. Entgegen aller Erwartungen überlebte er, aber er verlor ein Bein. Charlie machte sich Sorgen, dass Nina ihn so nicht akzeptieren würde. He couldn't be more wrong in his worry. The one thing Nina desired more than anything in the world was to have her Charlie back in her arms again. Doch mit seiner Vermutung lag er falsch. Das Einzige, nach was sich Nina sehnte, war, ihren geliebten Charlie wieder in ihre Arme schließen zu können. Ja, oh, das ist ja richtig schön. Da hat der Charlie echt Glück gehabt, dass er da so eine liebe Freundin hat, die ihn natürlich so akzeptiert, wie er auch, ne, ist. Das ist halt, ne, perfekt. So, ich bin mir nicht sicher, welche Zutaten. So, ach, so müssen wir das machen. Schneeflocken. Haben wir da. Tränen. Haben wir da. Und Tannennadeln. Dann haben wir die richtigen. So war das nämlich. Bisschen doof war ich. When a flower opens its petals, little people come to gather the first ingredient. Wie schön! Das Rezept ist ein Rätsel. Das erste lautet, wenn sich die Blütenblätter öffnen, versammeln sich kleine Leute, um die erste Zutat einzusammeln. Wenn sich die Blüten öffnen... Nope, that won't work. Das ist, funktioniert so nicht, okay. Hä, wenn sich die Blütenblätter öffnen, versammeln sich kleine Leute, um die erste Zutat einzusammeln. Wenn sich die Blüten öffnen, was kommt denn da bei Blüten raus? Feder, Frühlingsbeeren, Schneeglöckchen, Sternenschimmer, Feenstaub, Schneeflocken, Tränen und Tannennadeln. Wenn sich die Blütenblätter öffnen, kommen Leute, um die erste Zutat einzusammeln. Das ist ja Weihnachtsmagie, das ist ja Quatsch. Ich denke, man muss hier wirklich magisch denken, glaube ich, weil bei Blüten, ne, wenn die sich öffnen, dann können eigentlich nur, wenn das so wirklich Früchte sind, auch Beeren oder so rauskommen. Eigentlich. Aber er sagte, das geht nicht, also denke ich mal, dass es richtig bescheuert ist, wenn sowas wie Feenstaub sein soll. That's exactly what we need. Das ist so... Na, egal. Dazu sage ich nichts. Raise your eyes at the Christmas skies to see the first, and the second will make your dreams come true. Beim nächsten Rätsel musst du zwei Zutaten finden. Schau in den Himmel, dann wirst du die erste Zutat finden. Mit der zweiten werden deine Träume verwirklicht. Ja, das ist ein bisschen doof, ne, das erste Rätsel mit dem, wenn sich die Blütenblätter öffnen. Ach, Feenstaub in Blütenblättern, na klar. Blütenstaub hätte ich ja noch verstanden, aber Feenstaub, naja, egal. So, das erste, was wir finden müssen, ist im Himmel. Ich denke mal, das sind dann die Schneeflocken, ne, ich gucke aber trotzdem nochmal nach. Es kann natürlich auch, ne, Sternenschimmer sein, ich glaube mir ja, das ist es auch. So, Sternenschimmer wäre das erste. Und mit dem zweiten wäre meine Träume verwirklicht. Wahrscheinlich mit der Weihnachtsmagie. That's exactly what we need. Ja. This riddle's for three more ingredients. When spring comes, a bird will give away the second one when feeding on the first. Look at the ground and you'll see the third one bursting through the melting snow. In diesem Rätsel musst du drei Zutaten finden. Wenn der Frühling kommt, werden die Vögel die erste Zutat vernaschen und die zweite zurücklassen. Schaue dir die Erde an und du wirst die dritte Zutat erkennen. Ja, okay, gut, ich glaube, ich weiß was. Wenn der Frühling kommt, werden die Vögel die erste Zutat vernaschen. Das wären die Frühlingsbeeren.
Als nächstes werden sie die zweite zurücklassen. Das wären dann die Federn. Weil sie ja nur wegfliegen. Und schaue dir die Erde an und du wirst die dritte Zutat erkennen. Oder sind die Federn dann das dritte? Schneeglöckchen? Oder was kommt dann als, was kommt dann an der Erde raus? That's exactly what we need. Na, sehr gut. At last, the final four ingredients. In a far land where giants grow, you'll find the third one in their branches. The first one will melt a frozen heart, and when the evil one repents, she will let fall the second, and then the fourth one will drop iridescent from the sky. Zuletzt die letzten vier Zutaten. In einem fernen Land wirst du die dritte Zutat an einem Ast erspähen. Mit der ersten Zutat kannst du ein Herz erwärmen, und wenn das Böse verschwindet, wird die zweite Zutat, wird sie die zweite Zutat vergießen. Die vierte Zutat wird vom Himmel fallen. Also, mit der ersten Zutat kannst du ein Herz erwärmen. Der ersten Zutat kann ich ein Herz erwärmen. Sind das dann Tränen oder was? Ich glaube mal. Nope, that won't work. Wie jetzt? Mit der ersten Zutat kannst du ein Herz erwärmen. Und wenn das Böse verschwindet, wird sie die zweite Zutat. Achso, ja, nee, dann die zweite Zutat ist dann Tränen. Mit was kann man denn ein Herz erwärmen? Sternenschimmer mit Schneeglöckchen nicht, mit Frühlingsbänden nicht, Feder nicht, Feenstaub nicht, mit Schneeflocken, keine Ahnung, mit Tränen, mit Tannennadeln, mit Weihnachtsmagie, brauchen wir wieder Weihnachtsmagie oder was? Ja. Okay. Also, mit der ersten kannst du das Herz erwärmen, mit der zweiten, die zweite Zutat ist, es wird das Böse dann, wenn das vertrieben ist, vergießen. So. Die dritte Zutat wird an einem Ast erspähen. Das ist dann, glaube ich, eine Tannennadel. Ich überlege gerade, wie Tannen aussehen, aber doch, müsste eigentlich sein. Genau. Und die vierte Zutat wird vom Himmel fallen. Das ist dann Schnee. Hm, you're quite right. Wir haben es fast geschafft. The potion turned out perfectly. It will make you smaller in size, but be careful, as it could wear off before you know it. Besser kann der Zaubertrank nicht sein. Er wird dich schrumpfen, aber sei vorsichtig, denn die Wirkung lässt schnell nach. Jo. That should get you in. Don't spare any feelings for that awful Baron. And if you need me to work some magic, just ask. Jetzt kannst du durch die Tür gehen. Rede dir des Barons wegen bloß keine Schuldgefühle ein. Wenn du Magie brauchst, dann frag mich einfach. Wieso sollen wir Schuldgefühle uns einreden lassen? Er hat doch vorhin gesagt, es ist alles meine Schuld. Warum versuchst du es jetzt so darzustellen, als wenn wir schuld wären? Das ist ja mal richtig dreist. Aber naja. Ist uns auch relativ egal. Wir trinken dann schon mal. Die erste Potion. Gesagt, stehe auf und laufe davon. Okay. Was mich jetzt wundert, ist, wir sind jetzt durch die Tür gegangen und sind ja groß geworden wieder. Aber warum haut der Baron denn die ganze Zeit ab vor uns? Er hat Charlie verwandelt, er hat Albert verwandelt, selbst den Spielzeugmacher Ola hat er verwandelt, obwohl er sich überhaupt nicht wehren kann. Und bei uns haut er einfach nur ab. Uns verwandeln, geht nicht. Weil... Darum. Keine Ahnung. Der Zaubertrank hat seine Wirkung verloren. Jetzt habt ihr keine große Klappe mehr. So, jetzt habt ihr keine große Klappe mehr. Ja, ja, ja. Was soll ich denn jetzt machen? Wir schmeißen die Medaille da rein. Wir nehmen nochmal den Trank. Münzen. Damit können wir überhaupt nichts anfangen. Gut, dann, ich glaube, wir müssen uns jetzt mal in den Raum hier umgucken.
Besen hier, fegt die mal alle weg, zack. Und zack, weg seid ihr. Warum man auch immer einen Besen dafür braucht, ich hätte hier einfach umgetreten, die Figuren, aber naja. Wahrscheinlich wäre das zu brutal gewesen. Oh, hier brauchen wir ein Abzeichen. Fupp. Dann wird wahrscheinlich hier so ein Herzabzeichen noch benötigt. Hier fehlt eine Medaille. Ja, das habe ich schon erkannt. Das müssen wir aufschrauben. Nicht der beste Ort, um ein Porträt aufzuhängen, aber ohne das richtige Werkzeug kann ich es nicht aufschrauben. Das ist logisch. Was ist das denn? Ein Glasschneider, okay. Ach, da fehlt noch der Diamant, genau. Kennt man ja. Zu jedem Glasschneider gehört ein richtiger Diamant. Was haben wir hier gekriegt? Ein Schraubenzieher. Sehr gut, dann kommen wir jetzt doch schon weiter in diesem Raum. Schrauben uns die Dinger mal hier ab. Haben ein Flugzeugteil. Noch ein Brief. Ich fertige Spielsachen für Kinder an. Sonst nichts. Einige machen schlimme Sachen. Und ich versuche sie wieder auf den rechten Weg zu bringen, indem ich ihnen den Schirm der Albträume zeige. Doch die Lieben bekommen den Schirm der Träume. Das ist ja nett. Ist auch eine gute Idee. Ich weiß zwar nicht, was ich mir darunter vorstellen kann. Wahrscheinlich so ein Regenschirm. So der Schirm der Träume ist wahrscheinlich so ein weißer Regenschirm, der dich auch vor Regen schützt. Und der Schirm der Albträume ist wahrscheinlich so ein schwarzer Regenschirm mit Löchern oder sowas. Nee, keine Ahnung, wie er das jetzt da meint. So. Ich verstehe nicht, warum hier jetzt eine Lücke ist. Luft. Wahrscheinlich ein Fehler oder so. So, hier ist das zweite Flugzeugteil. Damit haben wir... ich muss ihm hinterher fliegen. Really? Wie, das passt hier nicht. Sie sagt doch, ich muss ihm hinterher fliegen. Das wäre jetzt für mich das Logischste gewesen, das Flugzeug da jetzt aufzustellen. Und dann, ne, hinterher zu düsen. Nee, das, da kommen wir nicht weiter. Ole Lucoyer ist ein grandioser Spielzeugmacher. Ja, das mag zwar sein, aber ich weiß gerade nicht, was wir hier noch machen sollen. Hier gibt's noch was zu erledigen. Okay. So, eine weitere Medaille haben wir hier nicht. Diamant haben wir auch nicht. Münzen haben wir auch nicht. Es fehlt hier auf jeden Fall ein zweites Amulett. Du kannst hier kein Flugzeug reinmachen, auch keine Münzen. Das geht alles nicht. Ach klar, ich bin ja auch doof. Das ist so ein Flugzeugsymbol. Und ich sehe das die ganze Zeit nicht, beziehungsweise ich habe es gesehen, aber irgendwie nicht als Flugzeugsymbol wahrgenommen. Egal, jetzt haben wir es ja auch geschafft. Wir sollen nur ein Flugzeug finden, okay? Würde ich mal sagen, hier haben wir einen Propeller. Deswegen müssen wir auch das Flugzeug wahrscheinlich jetzt zusammenbauen. Zuckerschnuten schnell, okay. Dann haben wir da die Flügel. Hier noch. Nee, das, achso, das sind die oberen Flügel, dann die unteren Flügel. Da die Tragfläche. Jetzt noch die Spitze, ne, der Motor da. Achso, noch einen guten Reifen haben wir auch noch. Ne, das ist ein Hase. Hier ist noch der andere Reifen. Es wird auf jeden Fall hier noch die runde Spitze. Ein Herz, wieso? Ach da. Jack Frost schnell, okay. Wahrscheinlich, weil wir das Rätsel hier gerade ein bisschen fix lösen. Hat sich doch gerade meine Maus verändert, ne? Hab ich doch gerade richtig gesehen, oder? Nee. Ach, hier steht, was wir noch brauchen. Uns fehlen noch zwei Stöcker. Nee, vier sogar. Zwei, zwei. Und die hintere Tragfläche, alles klar. Da ist, das ist nix. Hier sind zwei Stöckchen. Ach so, um, ja, na klar, um die Dings hier festzumachen. Das ergibt schon durchaus Sinn. Deswegen machen wir das auch fix.
Hier ist ein Lutscher, ne? So, ich finde gerade den Rest nicht. Das ist natürlich ärgerlich, aber wahrscheinlich liegt das wieder irgendwo hinter irgendwas. Ich muss hier wahrscheinlich mal ein bisschen. Der zwinkert uns zu, der Teddy. Ist auch ganz süß gemacht. Hier im Geschenk ist. Ach doch, da ist noch so ein Ding. Und also die letzten beiden Stöcke habe ich vorher gar nicht gesehen. So, jetzt müssen wir aber alles eigentlich haben. Yay, wir haben unser Flugzeug zusammengebastelt. So, und jetzt müsste es aber funktionieren. Wir sollen dem ja hinterher fliegen, genau. Dann kommt der. Get ready to take off. Ja, get ready to take off. Genauso sieht's aus. So, der Charlie ist jetzt drin. Den stellen wir dann hier auf die Fensterbank und schrumpfen uns natürlich. Denn wir müssen ja da irgendwie mit rein, ne? So, Charlie, dann los geht's. Off we go. You think you can take her away from me? Take this. Glaubst du wirklich, dass du sie mir wegnehmen kannst? Ha, nimm dies, sagt er. So, wir müssen wahrscheinlich jetzt die Paare finden, ne? Wähle zwei identische Kugeln aus, wenn du die passenden Bilder miteinander mit einer geraden Linie verbinden kannst, dann werden sie zerplatzen. Okay. Achso, mit einer geraden Linie, das geht natürlich nicht. Bion. So, dann müssen die ja eigentlich Bong. Bong. Und Bong. Sie gehört mir, sagt er. So, jetzt müssen wir wieder gucken. Ich glaube, nee. Die beiden auf jeden Fall. Dann sind hier ziemlich viele Sachen im Weg. Kann der? Oh, gerade so. So, dann können die beiden auf jeden Fall auch. Dann sind die beiden dran. Die. Und die. Boom. Du drehst dich besser um und rennst. Oh, die bewegen sich sogar. Das ist ja natürlich sehr toll gemacht. So, ich würde sagen, die beiden zuerst. Dann als nächstes die beiden. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Dann die beiden. So, dann natürlich die beiden blauen. Das war gerade überhaupt nicht knapp. So, so langsam haben wir es jetzt. Zack, die sind weg. Die sind weg. Ja, wo sind die beiden? Oh nein, ich fühle langsam wieder meine normale Größe annehme. Ich fühle langsam, wie ich wieder meine normale Größe annehme. Und jetzt ist irgendwas passiert. Wir sind jetzt hier bei der Bibliothek abgestürzt, alles klar. Beziehungsweise wir sind noch gerade am Abstürzen gewesen. So, aber ich denke mal, jedem geht's gut. That landing was as tough as a Brazil nut. But we caught up to the Baron. Charlie, you all right? Puh, die Landung war ganz schön hart. Aber wir haben den Baron eingeholt. Charlie, alles in Ordnung? That was nothing compared to what I went through in the war. Come on, the Baron is in the library. Das war nichts in dem Vergleich zu dem, was ich während des Krieges erlebt habe. Los, der Baron ist in der Bibliothek. Ja, der Charlie nimmt das alles, ne, so easy going. Ach man, im Krieg, man, da war alles schlimmer.
Was interessiert mich hier so ein Baron, hä? Pustekuchen. Easy going, sagt er. Eine Nachricht von Nina. Charlie, ich weiß, dass du den Flugzeugabsturz überlebt hast. Der Baron versucht alles in seiner Macht Stehende, dass ich dich vergesse. Wir sind auf dem Weg zu dem Versteck eines Lehrers. Bitte rette mich. Versucht wirklich alles, ne? Ich komme an dem Schlüssel nicht heran. Wir haben auch jetzt nicht wirklich Sachen, die wir dafür nutzen können.